An diesen Tag werden sich auch Salzgitteraner noch lange erinnern. Denn am 18. Januar 2018 zog Orkan Friederike über das Land. Einsatzkräfte von Feuerwehr, technischem Hilfswerk und städtischem Regiebetrieb waren in Salzgitter zwischen 13 und 18 Uhr an 60 verschiedenen Stellen im Einsatz. Vor allem galt es, unzählige umgestürzte Bäume zur Seite zu räumen. Der Verkehr auf der Nord-Süd-Straße musste wegen dieser Arbeiten zwischen Gebhardshagen und Kalbecht umgeleitet werden. Von oben bot der Orkan ein beeindruckendes Bild. Der Zugverkehr wurde durch ihn lahmgelegt. Zahlreiche Unfälle ereigneten sich und deutschlandweit waren sogar Todesopfer zu beklagen. Vor diesem Hintergrund kam Salzgitter weitestgehend glimpflich davon. Obwohl man hier sehen kann, dass Einsatzkräfte bei ihren Arbeiten ebenfalls in Lebensgefahr schwebten. Kurz bevor die Nord-Süd-Straße wieder freigegeben werden konnte, krachte ein weiterer Baum auf die Straße. Feuerwehrleute und Kameramann blieben zum Glück unversehrt. Umgehend starteten die Räumarbeiten in die nächste Runde. Orkan Friederike gilt als der schwerste Sturm seit 11 Jahren. In Salzgitter erreichte sie eine Geschwindigkeit von bis zu 140 Stundenkilometern.